Der gestrige Tag war aus meiner Sicht ein Game Changer für die Märkte. Warum? Weil wir praktisch Tag 1 hatten eines neuen Szenarios, bei dem die Märkte die Rezession einpreisen müssen und sich verabschieden müssen vom Goldilocks-Szenario, wonach die beste aller Welten praktisch bepreist wird. Nämlich, wir werden ein Soft Landing der Wirtschaft haben, aber die Fed wird uns trotzdem den Gefallen tun, die Zinsen zu senken. Das passt hinten und vorne nicht zusammen. Das war illusorisch, das ist illusorisch. Also haben wir jetzt ein anderes Thema. Man wendet sich mehr und mehr diesem Thema Rezession zu und wir werden jetzt auch ein neues Narrativ bekommen. Bisher galt, schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten sind schlechte Nachrichten für die Märkte. Gestern haben wir gesehen, dass sowohl die Aktienmärkte gefallen sind, als auch die Rendite der Anleihen gefallen sind, etwa der 10-jährigen Anleiherendite. Und normal ist das genau andersrum. Normal haben wir immer das Muster gesehen, fallen die Anleiherenditen, ist das gut für die Aktienmärkte, vor allem für den Nasdaq, dann geht es nach oben. Dementsprechend sehen wir jetzt praktisch ein komplett neues Spiel. Und wenn hier die Frage ist, startet jetzt oder kommt jetzt die Crashwelle etwa beim Nasdaq, dann würde ich diese Frage mit Jein beantworten. Ja, ich gehe davon aus, dass wir jetzt neue Tiefs sehen werden, also nochmal unter die Tiefs aus dem Herbst 2022 fallen. Beim S&P 500 waren das roundabout 3500 Punkte, aber dass wir nicht einen Crash sehen à la 2008, sondern dann wahrscheinlich im Bereich 3300 Punkten um und bei eine Drehung machen, nach oben machen, weil dann wirklich dieser Pivot der Fed kommt, weil die Rezession so schlimm ist. Und warum ist jetzt diese Phase so schwer und gefährlich für die Märkte? Nun, weil eben praktisch die Märkte jetzt diese Rezession einpreisen müssen, ohne dass die Wende der Fed bereits in Sicht ist. Die wird kommen, aber die ist noch weit hin. Und in dieser Phase wird es eben schwierig für die Aktienmärkte, die dann noch zu tun haben werden mit einer schwachen US-Berichtssaison. Aber schauen wir uns die Dinge mal an, meine Damen und Herren. Ich hatte gestern getitelt Recession statt der Fed und der Zinsen. Game over für Rally. Und hier diese Szene aus Margin Call. Erwähnte, wo der Bankchef sagt, naja, wir verkaufen alles an willige Käufer und so ein bisschen könnte dieses Spiel jetzt auch so laufen, denn die Käufer waren gerade willig. Wir sehen eine maßgebliche Aufhellung der Stimmung an den Märkten oder haben sie gesehen, dazu gleich mehr. Und dieses Soft Landing Narrativ, also beste aller Welten, ja, Wirtschaft geht da ein bisschen zurück und dann fallen die Zinsen auch noch, das ist zumindest was die Konjunkturdaten gestern. Ein ganz schwacher Einzelhandelsumsatz, Industrieproduktion vorgestern, New York Empire State Index katastrophal. Hier sehen wir den Economic Surprise Index, also praktisch die Abweichung von der Erwartung bei den US-Daten. Und wir sehen, dieses Soft Landing Motiv hatte ja durchaus Anhalt an der Realität, weil die Daten tatsächlich besser waren als erwartet. Jetzt sehen wir diesen dicken Spike nach unten und interessant ist auch, dass eben, oder daran sieht man auch, dass das neue Thema jetzt gespielt wird, dass wir eben auch die Fed Terminal Rate Expectations fallen sehen, also die Märkte erwarten, dass die Zinsen nicht mehr so weit steigen, weil eben die Rezession kommt. Normal ist das eben so gewesen, wenn diese Fed Terminal Rate Expectations gefallen sind, sind die Märkte gestiegen, gestern eben auch die Terminal Rate Expectations gefallen und die Märkte gefallen und die Renditen gefallen und das ist, wenn man eins und eins zusammenzählt, dann eben die klare Ansage, wir haben ein neues Thema, dieses Thema heißt Rezession, die Anleihemärkte haben das schon lange mit der massiv invertierten Zinskurve dargestellt und eigentlich ja Goldilocks-Tag auch für die Pivoteers, für diejenigen, die glaubten, die Fed wird bald umsteuern. Wir haben dann gesehen, Dow minus 1,8%, S&P minus 1,5%, der VIX 5% gestiegen, wieder über die 20er-Marke. Der Nasdaq war 7 Tage in Folge positiv, war ja auch gut gestartet zunächst mal in den gestrigen Handelstags, wäre der 8. Tag gewesen, so lange wie seit über einem Jahr nicht mehr diese Gewinnstrecke. Und wenn wir uns jetzt mal die Sektoren anschauen im S&P 500, sehen wir Überraschendes, denn defensive Sektoren sind ganz unten, Utilities, Versorger, Consumer Staples, Dinge, die man täglich braucht, so wie Rasierschaum oder keine Ahnung, Windeln, ja, Sie wissen, was ich meine.
Wir sehen aber oben noch am besten Technology, Consumer Discretionary. Normal sind das offensive Sektoren. Die sind zwar auch gefallen, aber eben nicht so stark gefallen wie etwa die defensiven Sektoren. Das ist schon mal ein interessanter Punkt. Wir haben ja gesehen, dass vor allem wir einen Short Squeeze gesehen haben. Der Most Shorted Basket von Goldman Sachs, so muss es heißen, also die meistgeschorteten Aktien, die sind massiv gestiegen. Gestern hier folgende Heatmap, wie das bei den Amerikanern heißt. Übrigens hat JP Morgan jetzt das Kursziel von Apple von 190 auf 180 gesenkt. Soweit ich weiß, sind wir knapp unter 180 bei der Apple-Aktie. Sei es drum, hier sehen wir also praktisch alles rot. Wir sehen, dass wirklich alle Sektoren im Minus sind. Banken, Energie, ganz breiter Abverkauf, den wir hier sehen. Und wir sehen eine Microsoft, die gestern wieder 2% gefallen ist, während eine Google sich sehr, sehr gut hält. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil wir hier einen Tweet von Holger Cepic sehen, wonach die Herrschaften, die Führungsebene von Microsoft da in Davos rumspaziert und sich gut gehen lässt, gleichzeitig eben aber 10.000 Leute entlassen werden. Das ist das eine, aber das aus meiner Sicht übergeordnet Relevante ist, dass wir einen wahrhaften Gamechanger sehen, glaube ich, einen Technologiesprung sondergleichen mit ChatGPT. Warum? Weil wir das erste Mal eine Antwortmaschine haben. Eine Frage, eine Antwort. Völlig anderes System als Google, das ja vor allem textbasiert ist. Ich tippe irgendwas ein, ich suche etwas und kriege 5000 Auswahlmöglichkeiten. Google ist deswegen so stark gewesen, weil es die besten Auswahlmöglichkeiten wirklich oben gezeigt hat, im Gegensatz zu Bing etwa von Microsoft, was eine absolute Katastrophe ist. Aber Microsoft ist eben jetzt an OpenAI beteiligt, also dieser Firma, die ChatGPT hergestellt hat. Und man hat ja jetzt praktisch ein Funding gemacht, 29 Milliarden Dollar Bewertung. Das halte ich für sehr, sehr wenig, denn das ist ein solcher Sprung, dass man möglicherweise bald keine Anwälte mehr brauchen wird, dass so viele Jobs überflüssig werden. Ein echter Gamechanger. Vielleicht wird der irgendwann verboten, weil es wirklich massive Umwälzungen zur Folge hat, wenn ich hier eine praktisch künstliche Intelligenz habe, die auf neuronalen Netzen basiert. Das ist einfach etwas komplett anderes. Dementsprechend Microsoft, die da Aktien drin haben, auf Deutsch gesagt, fällt derzeit, ist sehr, sehr schwach auf der Brust. Google hält sich deutlich besser. Das will mir nicht so ganz in den Kopf, nur kleiner Hinweis. Kleiner Hinweis auch auf die Three-Bar Bearish Reversal Pattern, das wir gestern gesehen haben, also diese drei Kerzen. Die dritte Kerze, erst eine positive Kerze, dann so eine Umkehrkerze und dann die negative Kerze, die tiefer reicht als die erste positive Kerze, also ein neues Tief macht. Das ist nochmal eine sehr bärische Formation. Wir sehen hier oben den Dollarindex, der bald ausbrechen dürfte. Wir dürften also vor Dollarstärke stehen. Und hier sehen wir, dass wir gestern die 3900er die Abwärtstrendkanallinie wieder mal getestet haben, wieder mal daran gescheitert sind. Wichtig jetzt die 3900er Unterstützung. Das ist wichtig, weil hier eine Menge Optionen sind. Da ist also viel Open Interest, könnte man sagen. Dementsprechend ist das die nächste relevante Unterstützung. Sehen wir hier in diesen Zeilen, in diesen Pfeilen, die hier Figuring Out Money, Michael Silver eingezeichnet hat. Und unten sehen wir übergeordnet den S&P 500 und übergeordnet diese Aufwärtstrendlinie, die aus meiner Sicht nochmal getestet wird im Bereich 3300 Punkten. Hier nochmal zu diesem Short Squeeze gestern. Wir hatten jetzt ja einen massiven Anstieg dieser Aktien, die am meisten geschortet wurden, vor allem von Hedgefonds, die mussten letztendlich eindecken. Und gestern haben wir gesehen, das erste Mal seit 8 Tagen, dass die Most Shorted Stocks wieder gefallen sind, also das Short Covering ein Ende hatte. Da war dann praktisch alles schon rausgesqueezed. Hier sehen wir nochmal die offensichtlichste Linie auf dem ganzen Planeten, wie Sven Henrik hier zeigte, beim S&P 500. Und unten in der Grafik sehen wir das Verhältnis S&P 500 respektive Nasdaq zu S&P 500. Wir haben ja den Nasdaq Outperformance gehabt in Zeiten der Nullzinspolitik. Hier sehen wir, dass wir da eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation haben, die durchbrochen ist. Das sieht hässlich aus. Deutet also darauf hin, dass Tech sich absehbar nicht wirklich im Vergleich etwa zu Value erstmal erholen wird.
übergeordnet. Kurzfristig kann so etwas immer passieren. Und ich glaube, ein neues Narrativ jetzt an den Märkten. Bad News are starting to be bad news. Schlechte Nachrichten werden schlechte Nachrichten sein. Ich habe Ihnen hier mal die heutigen Termine aus einem US-Kalender rauskopiert. Da haben wir die US-Immobiliendaten, 14.30 Uhr deutscher Zeit, Baubeginne, Baugenehmigungen. Wir haben Philadelphia, FED-Index, das wird wichtig, die Initial Jobless Claims, Erstanträge. Und dann wird Brainard sprechen und Collins von der FED, vor allem Brainard, wird zu beachten sein. Also, was werden uns die FED-Mitglieder erzählen? Wahrscheinlich, dass keine Rezession kommt, auch wenn inzwischen wirklich jeder Indikator darauf hindeutet. Hier sehen wir etwa die Frühindikatoren und die Industrieproduktion. Das zeigt, Industrieproduktion ja gestern in den USA ganz stark gefallen, angeblich überraschenderweise. Jedenfalls sehen wir, dass die Frühindikatoren darauf hindeuten, dass die Industrieproduktion weiterfällt, dass also die Dinge weiter abschwingen. Und haben die Märkte das wirklich eingepreist bisher? Nein, sie beginnen es einzupreisen. Das sehen wir etwa bei den High-Yield-Bonds, bei den Junk-Bonds, also diesen bonitätsschwachen Anleihen. Da ist null Panik erkennbar bisher. Da muss noch was passieren. Erst wenn da wirklich Panik herrscht oder wenn der S&P 500 richtig auf die Mütze kriegt mit Limit-Down-Tagen etc., dann könnte mal was passieren in Sachen Rezession nochmal. Das Modell der New York Fed selbst zeigt die größte Rezessionswahrscheinlichkeit seit dem Jahr 1982, aber die Herrschaften von der Fed erzählen uns, nö, Rezession kommt nicht. Und wir sehen insgesamt, es geht immer um Liquidität an den Märkten. Hier mal der Vergleich Zentralbank Assets und der S&P 500. Wer hier eine gewisse Übereinstimmung erkennt, hat zwei Augen im Kopf. Und es wird eben diesmal nicht so sein, dass die Fed sofort die Zinsen senken wird. Das würde sie tun, wenn Inflation kein Problem wäre. Wir haben aber in den 80er Jahren gesehen etwa, und das war der Volcker-Fehler, der hat die Wirtschaft in eine Rezession gebracht, aber dennoch blieb die Inflation hoch. Das war das Problem damals des damaligen Fed-Chefs. Und das Problem des heutigen Fed-Chefs ist, ich hatte diese Grafik immer wieder gezeigt, aber die müsste man sich eigentlich ins Hirn hineinnageln, weil die so wichtig ist. Die Fed hat keine Alternative, als die Financial Conditions zu straffen. Sonst hast du ein Thema mit Rohstoffen, die wieder steigen, mit einem Dollar, der fällt, mit Aktienmärkten, die steigen, all das kurbelt Nachfrage an, all das lässt die Preise wieder steigen, zumal wir jetzt eben den Riesen wieder an Bord haben, nämlich China-Öffnung. Da hat gestern der Chef von Aramco gewarnt, das könnte Supply Shortages nach sich ziehen, also praktisch Angebotsmängel nach sich ziehen, weil eben die Nachfrage aus China wieder kommt. Das ist inflationär und hier auch dieser Chart, Core Services Inflation, also praktisch die Kernrate im Dienstleistungssektor, ist hoch, hat noch überhaupt keine Trendwende gemacht und das ist das, worauf die Fed immer wieder verweist. Da haben wir richtig einen intakten Trend noch und wir haben noch nicht wirklich eingepreist, die sogenannte Earnings Recession, also die Rezession, die Aussicht, dass wirklich die Dinge für die Unternehmen schwieriger werden. Die Anleihemärkte sprechen hier eine klare Sprache. Wir haben praktisch Price-Earnings-Ratio von fast 19. Das ist extrem teuer. Das wäre selbst für einen Bullenmarkt, der völlig intakt ist, teuer. Und schon gar nicht für eine solche Situation, wo jetzt die Wirtschaft sich abkühlt, die Zinsen hoch sind, damit die Liquidität weiter entzogen wird. Und auf der anderen Seite ein Pivot der Fed zwar kommen wird irgendwann, aber eben noch nicht in Sicht ist. Unten sehen wir den VIX auf Tagesbasis, also das Volatilitätsparameter, mit einer positiven Divergenz, da könnte noch deutlich was kommen. Hier sehen wir oben in dem Chart übergeordnetes Bild auf Stundenbasis, Schulterkopf-Schulterformation bestätigt. Ich hatte diesen Chart ähnlich schon gezeigt. Im kurzen Zeitfenster, S&P 515 Minuten, sehen wir eine positive Divergenz. Wäre also kein Wunder, wenn wir jetzt erstmal eine technische Erholung machen, weil wir überverkauft sind. Das wäre also heute Vormittag oder heute im Laufe des Tages mal eine Erholung sehen. Die würde ich allerdings dann auch wieder, oder Erholungen, sagen wir so, würde ich jetzt grundsätzlich wieder verkaufen. Man kann die Longseite durchaus spielen, aber sollte wissen, wann es Zeit ist, dann sich zu verabschieden. Zumal die großen Player jetzt alle sich gesagt haben, oh super,
ist doch alles gut, die Rezessionsrisiken sind jetzt nicht mehr so hoch, man ist also optimistisch geworden in Sachen Konjunktur und stellt jetzt fest, ups, das fällt uns gerade auf die Füße. Gleichzeitig haben diese Fondsmanager ihre Cash-Levels deutlich gesenkt und sie sind vor allem in Schwellenländer gegangen, nach Europa gegangen. Wir sehen das auch jetzt, hoppala, das wollte ich noch nicht sagen, ich sehe die Test da, dass sich die Stimmung der private Investoren wieder deutlich auffällt, jetzt fast praktisch einen Gleichstand zwischen Bullen und Bären, das war vorher komplett anders. Wir sehen dann, dass immer mehr junge Investoren are ready to put money back to work, also praktisch in die Märkte zu investieren. Jetzt kommt das Jungfleisch, das Frischfleisch, das glaubte, die Welt neu zu erfinden und alles besser weiß, das haben wir schon bei den Meme-Aktien gesehen, bei Krypto gesehen und dann kriegen die auf die Mütze, dann ist mal eine Zeit lang still und dann kommt der nächste Hype, das ist sozusagen der Lauf der Dinge, mit dem man sich abfinden muss, der auch ganz lustig ist, aber wir sehen, die Stimmung hat sich aufgehellt und wenn die Fed hawkisch ist nach wie vor, dann kann auch die EZB nicht zurückstecken. Knot, der Holländer, hat jetzt auf CNBC gesagt, ja, wir werden also die Zinsen mehrfach um 50 Basispunkte anheben. Wow, das ist aber harsch formuliert. Mal gucken, liebe EZB, ich habe da meine Zweifel, dass ihr das könnt heute. Nicht nur das Protokoll der letzten EZB-Sitzung, sondern auch Madame Lagarde wird sich äußern in Davos. Da sind wir sehr interessiert, was Madame Lagarde uns erzählen wird über die Politik geldmäßig. Und zwei Empfehlungen, Mesdames et Messieurs. Abschließend, Investoren wenden sich Aktien außerhalb der USA zu. Ich hatte es vorhin angesprochen. Die denken, jetzt ist die Party woanders. Erste Empfehlung und dann eben dieses Thema Öffnung in China. Warum das inflationär ist? Zweite Empfehlung, jetzt sage ich Servus und Ciao.